der Weg zu deiner inneren Heimat. Beim Beobachten deiner Gedanken hast du bereits bemerkt, dass wenig förderliche und schöpferische Gedanken dabei sind. Du kennst bestimmt die Aussage: Jede Wirkung hat eine Ursache. Wenn du nun dein Leben betrachtest, kannst du dir vorstellen, dass es Sinn macht, neue Gedanken zu denken, um ein Leben zu erschaffen, in welchem du dich wohlfühlst. Es ist, wie wenn du etwas Neues lernst, zum Beispiel Fahrradfahren. Anfangs hast du unzählige Gedanken dazu, was du alles tun sollst, damit du irgendwann fahren kannst. Dann, nach vielen Wiederholungen, machst du es automatisch. Es wird zu einer Gewohnheit. Das heißt, dein bisheriges Denken hat sich als Gewohnheit in deinem Unterbewusstsein verankert. Es reicht, zu wissen, was du willst, um deinem Unterbewusstsein neue Gewohnheiten beizubringen. Hier ist die dritte Übung für diese Woche. Such dir einen Platz, an dem du ungestört bist, und nimm eine aufrechte Haltung ein. Gib dir, wenn möglich, 15 bis 30 Minuten Zeit, um einfach zur Ruhe zu kommen, ohne Musik oder Sonstiges. Spüre, wie du dich mit jedem Atemzug mehr und mehr entspannst. Jedes Geräusch bringt dich nur noch mehr in eine angenehme Entspannung. Nachdem dein Körper zur Ruhe gekommen ist und du deine Gedanken lenken kannst, darfst du lernen, neue harmonische und konstruktive Gedanken zu erschaffen. Übe mit kindlicher Leichtigkeit, ohne dich dabei zu überfordern. Da du weißt, was du willst, kannst du deine Gedanken darauf richten. Die Herausforderung ist es zu lernen, wie du aus der Vielfalt deiner Gedanken jene erschaffst, welche dich in die von dir gewünschte Richtung bringen. Denn dein Wille und deine Vorstellungskraft erschaffen deine Realität. Übe dich täglich darin. Wenn du länger als eine Woche bis zur nächsten Übung dafür benötigst, ist das auch in Ordnung. Je mehr du deine Gedankenwelt in den Griff bekommst, desto mehr wird sich in deinem Leben ändern. Setze selbst die Ursachen, um die Wirkungen zu erfahren, die du erleben möchtest. Nun wünsche ich dir viel Erfolg auf der Reise in deine innere Heimat.